Hallo und willkommen zurück beim Videolernzyklus zum Multiplizieren mit natürlichen Zahlen. Wir haben im Intro-Video bereits gelernt, wie wir kleine Zahlen im Kopf miteinander multiplizieren. In den Basic-Videos soll es darum gehen, wie du das auch mit größeren Zahlen schaffst. Doch zuerst sehen wir uns noch ein paar Spezialfälle an, die besonders einfach zu berechnen sind. Hierbei meine ich die Multiplikation mit 10, 100, 1000 und so weiter. Wenn wir etwa 2 mit 10 multiplizieren, haben wir im Intro-Video bereits gesehen, dass wir das auch mit der Addition lösen können. Wir können 2 mal 10 ja auch schreiben als 10 plus 10. Das ergibt 20. 4 mal 10 können wir ebenfalls so anschreiben. Das ergibt 40. Das könnten wir jetzt mit ganz vielen Zahlen machen. Fällt dir etwas auf? Drücke kurz auf Stopp und überlege selbstständig, wie wir schneller die Ergebnisse dieser Rechnungen finden können. Du hast es bestimmt erkannt. Multiplizieren wir eine Zahl mit 10, verschieben wir sie einfach immer um einen Stellenwert. Veranschaulichen wir uns dazu das Beispiel 2 mal 10 in der Stellenwerttafel. 2 mal 1 ist ja einfach 2. Für 2 mal 10 verschieben wir die 2 jetzt einfach um 1 nach links. An die einer Stelle schreiben wir nun noch eine 0. Was wird jetzt passieren, wenn wir 2 mit 100 multiplizieren? Drücke kurz auf Stopp und versuche es zuerst selbst herauszufinden. Genau. Bei der Multiplikation mit 100 verschieben wir um 2 Stellen. Sehen wir uns das wieder in der Stellenwerttafel an. Die 2 verschieben wir um 2 Stellen nach links. Sie steht nun an der 100er Stelle. An die 10er und 1er Stelle schreiben wir wieder Nuller an. Das Ergebnis ist also 200. Das können wir jetzt immer so weitermachen. Bei 1000 verschieben wir um 3 Stellen, bei 10.000 um 4 und so weiter. Versuchen wir dasselbe nun mit 14. 14 mal 1 ist natürlich wieder 14. Bei 14 mal 10 verschieben wir die gesamte Zahl wieder um eine Stelle. Und an der einer Stelle fügen wir wieder eine 0 hinzu. Das Ergebnis ist also 140. Stoppe kurz das Video und versuche die restliche Stellenwerttafel auszufüllen. Toll gemacht! Hier siehst du die Ergebnisse zum Vergleichen. Merke dir also, die Anzahl der Nullen gibt die Anzahl der Stellenwerte an, um die die Zahl in der Stellenwerttafel nach links verschoben wird. Hast du eine Idee, wie du dir das in deinen eigenen Worten merken kannst? Mit diesem Wissen können wir auch ganz schnell mit Zahlen wie 30, 400, 6000 und so weiter rechnen. Rechnen wir zum Beispiel 30 mal 6. 30 können wir auch schreiben als 3 mal 10. 30 mal 6 ist also dasselbe wie 3 mal 10 mal 6. Wegen des Vertauschungsgesetzes können wir Faktoren vertauschen und 3 mal 10 mal 6 umschreiben zu 3 mal 6 mal 10. Wegen des Verbindungsgesetzes dürfen wir uns nun aussuchen, mit welchen beiden Faktoren wir bei der Berechnung beginnen. Falls du das Vertauschungs- und Verbindungsgesetz noch nicht kennst, stoppe das Video und schau hier bei diesen Videos nochmal nach. Wir können uns also 3 und 6 aussuchen und diese zuerst berechnen. 3 mal 6 ist 18. Ich kann die Rechnung also auch schreiben als 18 mal 10. Wir könnten uns auch 6 und 10 aussuchen und diese zuerst miteinander multiplizieren. 6 mal 10 ergibt 60. 3 mal 6 mal 10 ist also sowohl dasselbe wie 18 mal 10 als auch wie 3 mal 60. Wir sehen, 18 mal 10 hat den Vorteil, dass hier eben eine 10 steht. Wir brauchen also nur noch 18 um einen Stellenwert verschieben und erhalten das Ergebnis 180. Oder wir rechnen 3 mal 60 aus und erhalten ebenfalls 180. Versuche nun,
400 mal 9 zu rechnen. Stoppe dazu kurz das Video. Toll! Das Ergebnis ist 3600. Wir schreiben 400 wieder als 4 mal 100. 400 mal 9 ist also 4 mal 100 mal 9. Wir vertauschen und verbinden wieder und rechnen 4 mal 9. Das ist 36. 4 mal 100 mal 9 ist also dasselbe wie 36 mal 100. Nun verschieben wir um zwei Stellenwerte und das Ergebnis ist 3600. Stoppe das Video und versuche nun noch selbstständig 4000 mal 5 zu berechnen. Toll! 4000 mal 5 können wir schreiben als 4 mal 1000 mal 5. Das ist dasselbe wie 20 mal 1000. Aufgepasst! Hier steht jetzt zwar bei 20 schon eine 0, trotzdem müssen wir die 20 als gesamte Zahl um 3 Stellenwerte verschieben. Sehen wir uns das noch einmal in der Stellenwerttafel an. Die 20 verschieben wir also um 3 Stellenwerte nach links. Die restlichen Stellen füllen wir noch mit Nullen auf und erhalten das Ergebnis 20.000. Jetzt bist du auch bereit, um noch folgende Herausforderung zu meistern. Auf die Plätze, fertig. Was ist 90 mal 70? Drücke dazu wieder auf Stopp. Rechnen wir noch einmal gemeinsam. Wir können 90 schreiben als 9 mal 10 und 70 ist dasselbe wie 7 mal 10. 90 mal 70 ist also 9 mal 10 mal 7 mal 10. 9 mal 7 ist 63 und 10 mal 10 ja 100. Die Rechnung lautet nun 63 mal 100 und das ist 6300. Stoppe das Video und probiere es nochmal selbstständig mit 300 mal 7000. Genau, das Ergebnis ist 21.000. Hier siehst du nochmal den Rechenweg zum Nachprüfen. Stoppe wieder das Video und gehe diese Multiplikation nochmal in eigenen Worten laut durch, als würdest du es deiner besten Freundin oder deinem besten Freund erklären. Vielleicht hast du es deinem besten Freund oder deiner besten Freundin so erklärt. Ist keiner der beiden Faktoren, einer wie 10, 500 oder andere, gibt es die Möglichkeit des Untereinanderschreibens, welche wir uns im nächsten Video ansehen werden.